wichtig, dass sie die Wahrheit erfährt. Du kannst doch nicht ewig so weitermachen. Nein, was? Hör auf mit mir zu telefonieren, ich bin ja da. Was guckst du so? Hast du noch nie einen Huhn gesehen? Ich weiß ja nicht, warum du so rumläufst. Aber sag mir bitte, dass es nichts Sexuelles ist. Das ist mein Kostüm, dafür mache ich Werbung. Für den Hähnchengrill bei Obi. Was? 10 Stunden am Tag laufe ich so rum und rufe: Hähnchen lecker, Pinocchi, Kikeriki, Kikeriki. Für 3 Euro die Stunde brutto. Sag mal, spinnst du? Du kannst doch nicht in so einem Hühnerkostüm rumlaufen. Kann ich. Ich muss. Ich bin pleite, meine Firma ist seit 2 Jahren insolvent und ich bin arbeitslos. Ich habe gestern mit meiner Bank gesprochen. Was kannst du gegen deine Schulden tun? Ich kann nur den Euro verlassen und die Drachme einführen. Da hilft dir doch so ein Billigjob nicht weiter. Aber wenn ich doch nichts anderes finde. Ich habe ja angefragt bei der Agentur für Arbeit, ob es nicht gute Jobs gibt für Leute, die alt sind und im Beruf gescheitert. Und was haben die gesagt? Nee, haben die gesagt, im Europaparlament wäre schon alles besetzt. Das heißt, du gehst noch immer jeden Morgen gestiegelt und gemügelt im Anzug aus dem Haus und spielst dir vor, dass du erfolgreich Lederpantoffeln verkaufst und dann ziehst du dieses bescheuerte Hühnerkostüm. Genau. Und dann abends wieder den Anzug. Ich kann nur hoffen, dass meine junge Kollegin vom Hähnchengrill diese Tasche aus Versehen mit Schlümpfen drauf. Was ist denn daran so schlimm? Zum Hochziehen? Was ist denn daran so schlimm? Wenn du jemals eine Frau kennenlernst, brauchst du dich um Verhütungsmittel mehr zu kümmern. Ich kann die Hose auch wieder anziehen. Was sowieso? Ja, weil du zu dick geworden bist. Ich bin nicht dick, ich bin zu klein für mein Gewicht. Hm. Ja, das steht ja fantastisch, mein Röschen. Das freut mich. Es hat nämlich ein Vermögen gekostet. Was hat das? Ja, aber ich habe nur anders gesehen. Das war noch teurer. Doch, und da habe ich überlegt, nehme ich das eine oder das andere. Und dann hast du natürlich das günstigere genommen. Nein, dann habe ich beide genommen. Du hast doch früher. Warte, du hast doch früher immer gesagt, Röschen, wir haben's ja. Ja, ich gebe zu, ich bin nicht immer so, wie ich da ausgeschaltet bin. Aber das merke ich doch auch. Ach, das merkst du. Ja, und ich weiß auch, was das ist. Was ist das? Na, diese dauernde Arbeit. Aber ich kann dir sagen, ich habe nach außen auch allerweil so tun, als würde es mir nichts ausmachen, wenn wir uns fast nie sehen. Aber von jetzt an leben wir jeden Tag so, als wäre es unser Letzter. Ich finde, es klingt ein bisschen nach Intensivstation. Botschi, du musst dich erst ans Genießen gewöhnen. Okay. Alles so, wie man mir gesagt hat. Lebt in perfekter bürgerlicher Tarnung in Deutschland, wo ihn keiner sucht. Ein biederes Haus, ein biederer Name. Spricht Deutsch wie eine Deutsche und sagt, er kann kein Italienisch. Lebt das Leben eines Beamten. Hat das Gesicht wie eine Bügelfalte, aber hinter der Fassade, da lauert er. Und wer jetzt genau? Der härteste, brutalste, kompromissloseste Killerinstinkt, den die Familie kennt. Der Mann mit dem eiskalten Blick eines Raubtiers. Der Panther. Ich heiße aber mehr Eichhörnchen. Ti saluto, Panther. Ich bin der Skorpion. Komm an meine Brust, fratello mio, eh? Parte della famiglia. Ich bin Luigi vom Campagnolo Clan. Mama, ganz im Monat. Boah, das ist echt mies. Was ist mies? Na, dass hier in der Weltstadt mit Herz Schwerkriminelle rumlaufen. Ja, das liest man doch auch in der Zeitung. Hier, haben Sie das von diesem Mafioso gehört? Na, das ist doch krass, oder? Das war mein Verdienst für den ganzen Monat. 30 Tage Kikeriki für nix und wieder nix. Ja. Ja, aber wenn ich mich hier so umgucke, na, Sie haben's ja. Na, warum arbeiten Sie eigentlich beim Hähnchen? Weil mein Vermögen futsch ist. Das, was Sie hier sehen, ist alles nur Fassade. Gut. Also hier. Was wollen Sie mit dem Messer? Also, was ist das denn? Sieht ja aus wie ein Messer. Ja, und was haben Sie damit vor? Ja, falls ich was abschneiden muss. Abschneiden? Spaghetti Carbonara! Jetzt schon. Alte Tennisverletzung in der Schulter! Oh. Ich bin jetzt irritiert. Warum? Ja, ich dachte, das mit dem Stoff sollte ein Geheimnis sein. Jetzt wissen Sie es und Ihr Mann weiß es. Der Schlumpf und Ihre Tochter. Welche Tochter? Warum tanzt du dich eigentlich als Gäste? Als was? Als nächste Gast. Ja, das ist eben.